Ja, hallo zusammen, guten Tag. Ich möchte gerne erstmal zu Anfang alle begrüßen zu den Tux-Tagen. Ist ja bei uns zumindest, ich komme aus Fulda, ein super Wetter hier unten. Und ja, ist ja natürlich ein toller Anlass, dass das heute stattfindet. Ja, ich bin Jakob Semere und darf heute Ihnen OpenSilium vorstellen, beziehungsweise den aktuellen Stand des Open Source Projektes vorstellen, damit Sie mich ein bisschen einsortieren können. Also mein Name ist Jakob Semere, bin bei der Bekon seit jetzt gut 6 Jahre tätig. Bekon ist ein Dienstleister im Bereich, in vielen Bereichen, vor allem IT-Produkte. Wir betreuen in vielen Themen. Da zeige ich Ihnen auch gleich nochmal was in den Folien dazu was. Und mein Werdegang ist ein bisschen, dass ich als nach meinem Studium sozusagen als Softwareentwickler gestartet habe, Web-Applikationen und habe auch Projekte gehalten gehabt, also auch so ein klassischer Consultant dann sozusagen. Habe also einmal die technische Komponente, dann aber auch die theoretische quasi Projekte über einen Consultant durchzuführen und dadurch diese beiden Mischungen oder die beiden Themen haben ja, mich sozusagen in einen weiteren Bereich gebracht. Und das ist jetzt die Abteilungsleitung sozusagen für den Service-Management-Bereich bei der Bekon. Und durch meine Projekte, die ich damals gemacht habe, in der IT-Dokumentation und im Ticketsystembereich, also so kann man sagen, im Service-Management-Bereich, ist immer das Thema wieder aufgekommen, Daten über API-Systeme eben zu verbinden. Und deswegen auch dieses Projekt. Das ist ein Herzensprojekt. Ich bin da auch der Produktmanager bei der Bekon und darf Ihnen deswegen das Thema mal zeigen. Ich bin im letzten Jahr auch schon mit dem Thema hier bei den Tux-Tagen gewesen. Also für die, die das, sich das damals schon angeschaut haben, dann wird es wahrscheinlich jetzt interessant sein, wo sind wir denn heute? Und war auch jetzt bei den Keylogs mit dabei mit dem Thema. Von daher, genau. Jetzt möchte ich gerne anfangen. Mein Bildschirm sehen Sie, glaube ich, auch schon. Und ich fange schon mal kurz an mit ein paar Worte zu unserem Unternehmen, dass Sie das nochmal ein bisschen einsortieren können, wo ich arbeite. Und gerne können Sie sich, wenn Sie das Thema interessiert oder auch andere Themen interessiert, sich auch gerne dann bei uns, bei mir, bei unserem Vertrieb melden. Und da kann man dann nochmal in den Austausch gehen. Aber jetzt möchte ich gerne anfangen. Und zwar, genau, wir, die Bekon, seit über 30 Jahren haben wir die Erfahrung in den digitalen Produkten. Und so, na, jetzt bleibt gerade meine Folie stehen. Genau, haben über 100 Kolleginnen und Kollegen, sind über 3 Standorte verteilt. Ich bin hier in Fulda ansässig. Wir sind also damit sehr zentral Deutschland liegend in Hessen. Und dann haben wir noch einen Standort in München und Berlin. Das ist natürlich super für unsere, sage ich mal, Betreuung der Kunden. Wir sind zu 100% in privater Hand, haben über 500 aktive Kunden im kleinen und großen Bereich und haben sehr, sehr viele starke Partner, mit denen wir unser Portfolio, Produktportfolio auch ein Stück weit gestalten. Und genau. Welche Themen hat die Bekon in sich? Und zwar einmal Informationssecurity, das betreuen wir, haben auch Softwareprodukte in dem Bereich Digital Innovations. Ich will da gerade mal weiterklicken, damit Sie das auch mal sehen, was die Unterpunkte da so sind. Bei Information Security ist es zum einen natürlich diese ganzen Kataloge zum Grundschutz, sage ich mal, oder die ISO 27001, die TISAX, B3S. Wir sind aber auch im Bereich 5G unterwegs. Das ist dann der Digital Innovations Part. Das ist also der klassische Telekommunikationsbereich, auch hier im Radio Networks, wie Sie sehen auf der rechten Seite. In Infrastrukturbereichen haben wir das Cloud Computing schon klar entdeckt und auch da betreuen wir und helfen wir und unterstützen wir Data Center Operations und der letzte Teil, last but not least, Service Management. Also wie gesagt, da bin ich beheimatet. Das ist so das, was ich bei der Bekon betreuen darf. Genau, hier will ich auch gerade mal die Produkte, mit denen wir das unterstützen, quasi diese einzelnen Themen nochmal zeigen. Das eine oder andere interessiert. Wie gesagt, gerne mit uns Kontakt aufnehmen. So, aber jetzt kommen wir doch zum eigentlichen Thema und das ist OpenSilium.
Was ist OpenCelium? OpenCelium ist eine Integrationsplattform für Daten und Applikationen. Also vereinfacht gesagt, OpenCelium ist eine zentrale API-Hub, mit dem wir Schnittstellen sozusagen verwalten. Und wie wir das machen, das zeige ich Ihnen auch gleich. Hier nochmal ein paar Eckdaten zu dem Thema. OpenCelium verbindet Applikationen. Also man kann sich vorstellen, OpenCelium ist in der Mitte und die Applikationen sind außenrum. Und wir verteilen die Daten eben und transferieren sie. Bei den Transformieren, transformieren wir sie auch. Ganz einfach, weil man kann die Daten nicht eins zu eins einfach übergeben. Man muss sie auch manchmal etwas, wie soll ich sagen, mappen. Das heißt, beispielsweise ein Status. Wenn ich den von einem System in das andere System schiebe, ist der Status ja nicht immer gleich, sondern oder hat nicht immer den gleichen Namen, sondern kann sich da verändern, deswegen transformieren. Wir sprengen starre Schnittstellen. Das war einer der Hauptgründe oder einer der Hauptthematiken, die wir in OpenCelium anwenden. Das heißt, diesen generischen Ansatz eben zu verfolgen. Oh, das war klar. PowerPoint fliegt mir um die Ohren, aber ich will es gerade mal wieder hochholen. Einen Moment. So, geht gleich weiter. So, jetzt bin ich natürlich wieder in den Anfangsfolien. Ich klicke mal ganz kurz wieder in den OpenCelium-Part. Genau. Transformiert Daten. Wir sprengen starre Schnittstellen. Da bin ich stehen geblieben. Genau, dieser Ansatz, da geht es quasi darum, aus diesen ja, Plug-in-Systemen sozusagen rauszukommen. Wir wollen nicht quasi, also gibt es ja viele Tools, wie jetzt beispielsweise. Ich würde sagen, Jenkins, Unito, also sind halt so Tools, die ich so kenne, wo sozusagen fertige Schnittstellen angeboten werden, die man dann benutzen kann, obwohl Jenkins eher ein Continuous Integration Tool ist. Aber Sie wissen schon. Und dann gibt es halt eben die Möglichkeit, oh Gott, jetzt fällt es hier nochmal runter. Ich nehme mal an, das ist die tolle Animation mit den Bomben, die mir mein PowerPoint sozusagen immer rauszieht. Deswegen will ich gerade mal den Foliensatz einfach mal überspringen. Genau, also wir verfolgen den generischen Ansatz. Damit wollen wir eigentlich sagen, dass wir Schnittstellen quasi generisch anbinden können. Wir ermöglichen Prozessautomatisierungen. Das heißt, dass durch unsere Schnittstellen stellen wir auch Webhooks bereit. Ja, irgendwas hat es hier. Dann will ich einfach mal die Vorteile nochmal freestyle-mäßig durchgeben, damit wir da mal auch die Folien weiter durchkommen. Genau, also wir liefern auch noch Templates und viele von vielen Applikationen. Das bedeutet aber im Prinzip, dass wir viele Vorlagen der Schnittstellen zur Verfügung stellen. Wir erleichtern den Wechsel, also typische Umzugsgestaltung quasi oder Umzugsprozesse oder Migrationsprozesse. Und wir ermöglichen auch die Anbindung von individuellen Tools. Ich zeige es Ihnen gerade mal hier. Ich will nicht, dass das PowerPoint schon wieder abstürzt. Hier sehen Sie Ihre Applikationen. Und auf der anderen Seite sehen Sie verschiedene Applikationen, die wir schon sozusagen zur Verfügung stellen, wo wir Konnektoren zur Verfügung stellen. Und ganz unten kann Ihre Applikation sein. Die können Sie, wenn Sie wollen, selber anbinden. Genau. Und jetzt, na, hätte ich eigentlich auch schon direkt in den Use Case bringen können. Genau. Und jetzt fange ich auch gleich mit den Use Case an. Dann brauche ich auch kein PowerPoint mehr. Ich hatte den auch schon bei den Tux-Tagen gezeigt, bei den Kilux-Tagen gezeigt, einfach aus dem Prinzip, weil das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist. Ich möchte gerne OpenCelium in der Mitte ansetzen und ich habe oben links sozusagen ein JDisk, das ist ein Netzwerk-Discovery-Tool, mit dem kann man halt logischerweise Netzwerk discovern und dann die gewonnene Information in die eigene Datenbank schreiben und diese Information möchte ich gerne eben also holen per GET und dann posten bzw. senden an mein iDoIt-System. iDoIt ist in dem Fall ein CMDB-Tool, auch ein Open-Source-Tool an der Stelle. Und da möchte ich meine Daten sozusagen, meine zentrale CMDB sozusagen aktualisieren. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, Cloud Computing über Azure, wo virtuelle Systeme
installiert worden sind, eben nach iDoIt synchronisieren. Das sind also quasi diese beiden Use Cases, die ich gerne mitnehmen möchte oder Ihnen zeigen möchte. Und in dem Fall habe ich auch was ganz Spezielles im Bereich JDisk. Aber darauf will ich jetzt mal gerade eingehen. So, Sie müssten jetzt auch schon das OpenCDM sehen. Das ist eine Web-Applikation. Vielleicht kurz mal ein bisschen was von dem Aufbau. OpenCDM ist selber sehr lose gekoppelt quasi aufgebaut. Also die Architektur wurde extra so gewählt, einfach aus dem Grund, weil wir in Zukunft möglich neuere Tools oder Updates auf neuere Tools eben zulassen wollen. Sprich also, dass beispielsweise das Frontend und das Backend getrennt voneinander aufgebaut, und auch das arbeitet nur durch eine API. Wir haben Tools, die wir anbinden, wie Datenbanken, wie Neo4j beispielsweise, was auch über eine API funktioniert, und so haben wir alle unsere Tools, die wir nutzen, um OpenCDM aufrechtzuerhalten, auch schon mal über APIs oder über Schnittstellen sozusagen verknüpft, um möglichst später dann die Tools auszutauschen. Da zeige ich nochmal später in der Roadmap, was ich eigentlich damit so meine. Okay, und zum Thema OpenCDM, man kann das ganz gut hier an der Oberfläche erklären. Wir sind jetzt hier gerade an einem Dashboard, und hier in dem Dashboard sehen wir zum einen erstmal unsere Connection Overview. Da sehen wir zum Beispiel in der Mitte hier diesen OpenCDM Logo, und an der Seite sehen wir sehr, sehr viele andere Logos, die quasi mit einer Linie quasi verknüpft sind. Das bedeutet also an der Stelle, dass wir hier die Connection geschaffen haben durch OpenCDM und diese auch bei uns in dem System haben. Ups, jetzt habe ich reingescrollt. Auf der rechten Seite sehen wir unseren Scheduler Board. Bedeutet also im Prinzip, hier man kann dann diese Schnittstellen hier auch sozusagen ausführen und die auch monitoren über so ein Scheduler Board, oder man kann auch sehen oder man kann sie auch starten, ja, beispielsweise. Aber da gehe ich gleich als letztes nochmal drauf ein. Wie ist es aufgebaut? Das Thema Schnittstellen ist natürlich nicht so ganz trivial. Also wir haben sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt, um Ihnen nochmal ganz kurz zu erklären, wie wir eigentlich gestartet haben. Also das Projekt selber ist haben wir schon seit ungefähr 4 Jahren, seit 2017 ungefähr, 2017, 2018 sozusagen schon vorbereitet. Seit 2020 sind wir quasi mit den ersten Stable Release raus. Also kann man sagen, dass wir quasi seit 2 Jahren stable oder so nach außen sozusagen rausgegangen sind und haben dadurch auch schon sehr, sehr viele Sprünge gemacht. Was uns von vornherein als schwerster Punkt quasi vorkam, war halt das Thema, naja, wie kann man ein so technisch geladenes Thema eigentlich wirklich an ein Frontend bereitstellen und dann auch noch generisch. Das bedeutet also, wirklich diese API-Calls, die man da hat, wie kann man das so den Usern so einfach wie möglich bereitstellen? Und da haben wir also sehr, sehr stark an dem Frontend schon mal angefangen. Wir haben gesagt gehabt, okay, wir müssen diese Themen, die wir haben, gruppieren. Das heißt, im Endeffekt gruppieren wir diese ganzen Schnittstellen, die wir hier verwalten, in 3 Rubriken. Das ist einmal, wenn man die Menüstruktur mal folgt, Connectors, Connections und Schedules. Dann haben wir natürlich einen Admin-Bereich, wo man User-Management hat, Rechte-System und. Das ist klar. Aber diese 3 Punkte sind so das Wesentliche in dem Produkt. Und da haben wir zum einen erstmal das Thema Konnektoren. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was wir unter Konnektoren definieren. Unter einem Konnektor definieren wir quasi eine Schnittstelle in ein anderes System. Ich möchte gerne mal eine andere Ansicht wählen, damit man das hier mal durch so Karten, durch eine Grid-View sozusagen besser erkennen kann. Also jede einzelne Karte ist im Prinzip eine API-Dokumentation, oder hinter diesem Item hängt quasi eine Verbindung zu einem System und auch eine API-Dokumentation. API-Dokumentation, was bedeutet das eigentlich? Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel hier, ich nehme mal das Thema iDoIt, weil das ja auch jetzt ein Thema sein wird. Wenn ich jetzt mal hier reingehe über die View, dann sieht man hier erstmal ein paar Informationen, die uns zum einen erstmal die Description erklären sollen. Sehr einfach gehalten. Ja, das ist so eine Spielwiese, da hat
einer da was getestet. Wichtig ist aber die Operations. Das heißt, was wir hinter einen Connector verbergen, ist die komplette API-Dokumentation von einem Tool. Und mit diesen Informationen können wir dann quasi letztendlich dann auch eine Schnittstelle definieren. Das bedeutet also, die API-Operationen, die es von einem Tool gibt, die haben wir erstmal hier ganz grob gelistet. Da haben wir jetzt auch keine tieferen Informationen dargestellt, einfach nur, dass man hier erstmal sehen kann, was dahinter hinterlegt ist. Um so einen Connector zu erstellen, möchte ich gerne mal zeigen, kann man auf Add Connector klicken, um Beispiel iDoIt mal bleiben, von mir aus iDoIt Testsystem. Kann man als nächstes das Invoker-File dazu angeben. Hinter dem Invoker-File ist quasi ein spezieller Format, den wir für OpenCelium so ausgewählt haben, beziehungsweise so definiert haben, in dem wir sozusagen eine API-Dokumentation hinterlegen. Springe ich gerade mal in das Dateisystem, weil da haben wir diese ganzen Invoker-Files quasi bereitgestellt, um Ihnen einfach nur mal zu zeigen, wie so eine Struktur eines Invoker-Files ist. So, da kommt's. Ja, zurück. Da nochmal rein. Genau. In den Dateisystemen liegen also quasi sehr, sehr viele Invoker-Files und die haben folgende Struktur. Und zwar haben wir erstmal eine XML-Struktur gewählt, wo wir zum einen erstmal hier oben einen Namen definieren, eine Beschreibung hinterlegen und dann haben wir einmal noch die Situation, dass wir für unsere Authentifizierung generell und aber auch für die URL, also ein paar Basisinformationen zur API, benötigen. Die nennen wir Required Data. Und die können dann sozusagen an der Oberfläche gesehen werden. Also um das nur mal das Beispiel zu zeigen, URL API Key. Wenn ich jetzt beispielshalber in der Oberfläche hier das Invoker-File iDoIt auswähle, dann zeigt er mir diese Required Datas hier an. Das kann also bei einer anderen API beispielsweise Infoblocks anders aussehen. Hier wäre so ein Beispiel eine klassische Basic Authentication hinterlegt. Oder ich möchte gern Bitbucket verwenden. Das ist auch über eine Basic Auth möglich, eben über Bitbucket zu funktionieren. Hier bei Azure ist es beispielsweise über ein Client Credentials möglich, sich zu connectieren. Und so können sehr, sehr viele Möglichkeiten existieren. Und genau, und als nächstes haben wir also den Authentifizierungstyp. Da haben wir halt sehr, sehr viele Typen, die wir sozusagen supporten. Und dann haben wir die Operation, also die eigentliche Operation, worum es eigentlich letztendlich geht, API-Operationen zu verwenden, um Daten aus einem System zu bekommen. Ja. Und jede Information über den Request wird hier hinterlegt. Das heißt, wie die Methode ist, wie der Endpoint aussieht, wie der Header aussieht, wie die Body-Informations aussehen. Aber auch die Response wird hinterlegt. Und vor allem der Success und der Fail. Also alle Success-Möglichkeiten können hier hintereinander geschrieben werden oder auch Fail-Möglichkeiten, einfach damit wir über die Oberfläche die Möglichkeit bekommen, zu differenzieren, naja, wann ist eine API-Methode erstmal successful und wann eben nicht. Jetzt könnte man ja meinen, Moment mal, das kann man ja über den Statuscode ja machen. Moment, geht, wenn wir über REST sprechen, gerne. Wenn wir nicht über REST sprechen, dann eben nicht. Also wir sprechen über Systeme, die natürlich noch nicht so weit sind, die total anders konfiguriert sind, wo manchmal im Body irgendwie ein Error-Code steht oder sowas. Ich rede mal über SOAP-Schnittstellen. Ist sehr unterschiedlich und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie ein Mittel, um das möglichst zu definieren. Und wenn wir das dann definieren und vor allem auch die, die erwarteten Felder sozusagen zurückbekommen, das ist auch nicht immer sehr ganz trivial. Es gibt auch Schnittstellen, gehen wir in den Bereich Open API, wo auch mehrere Response-Felder sozusagen, je nachdem, was man gesendet hat, zurückkommen kann. Diese erwarteten Felder sind absolut wichtig, damit wir quasi eine Art Autocomplete-Funktionalität auf der Oberfläche aufbauen können. Okay. Zu erwartende Felder, um Referenzen aufzubauen. Also das sind alles Themen, da werden wir immer schlauer.
Und wir sehen da schon, wir sehen ja schon die Punkte. Und genau, um das nur mal zu erklären, was sozusagen die Herausforderungen waren oder Herausforderungen sind. Und deswegen ist dieses Format gewählt worden. Genau, und wenn man so ein Format dann hat mit allen diesen API-Operationen, dann kann man das auch verwenden. Also man erstellt quasi diesen Connector, kann hier das Ganze noch testen und dann edit man das. Und dann hat man quasi seinen Connector aufgebaut, seine Verbindung in seinem Trittsystem. Zum Testen verwenden wir im Prinzip eine Methode, die wir dann als Test deklarieren. Ich möchte Ihnen gerade mal gerne auch hier schon was Fertiges zeigen. Und zwar ist es in dem Fall eine Barramundi-API, wo es auch über eine Basic-Audit geht. Und hier kann man zum Beispiel sehen, dass es eine Methode gibt, die nennt sich getVersion. Und da haben wir dann einfach einen Typ Test hinterlegt und damit weiß ich dann ganz genau, okay, welche API-Operation ich zum Testen verwende. Und wenn da was zurückkommt, was ich erwarte sozusagen als Success, dann hat die Verknüpfung funktioniert. So einfach ist das. Genau, haben wir unsere Konnektoren aufgebaut, ist der nächste Schritt eigentlich der Schritt der Schnittstelle. Und jetzt wird es knifflig, beziehungsweise jetzt wird es interessant. Und zwar funktioniert das genau so. Ich fange mal mit dem ersten Beispiel an, mit dem JDIS-Beispiel. Wenn ich jetzt hier quasi JDIS to I do it mit den Add Connection starte, dann muss ich zum einen erstmal einen Titel definieren und als nächstes habe ich zwei Konnektoren, die ich auswählen muss. Und hier ist so ein kleiner Pfeil, unscheinbar, aber auch wesentlich, also auch wirklich wichtig an der Stelle, der mir quasi die Richtung des Datenflusses angibt. Ganz wichtig auch hier zu verstehen, was wir hier in OpenStudium erstmal machen, ist eine 1-zu-1-Verknüpfung. Also keine 1-zu-N oder sonstiges. Später werden wir natürlich auch in Richtung, wie soll ich sagen, Chains gehen, also quasi Verkettungen sozusagen von mehreren Tools. Aktuell machen wir 1-zu-1. Und wollen das erstmal ganz im Griff haben und das dann eben erweitern. Das heißt also beispielsweise gehe ich hier von JDisk nach iDoIt. Und wenn ich das dann ausgewählt habe, ich kann hier dann selber wählen. Ich kann also beispielsweise mehrere Systeme öfters mal haben, also Prot als Qualitätssicherungssystem, als Testsystem. Jetzt gehe ich hier mal hin und sage, okay, ich möchte das Ganze gerne mein iDoIt-Prot-System synchronisieren. Und dann fängt hier unten schon an, so eine Art Editor zu erscheinen. Aber zunächst einmal ist auf der rechten Seite was zu sehen, und zwar es sind hier zwei Modis, die ich wählen kann. Also einmal den Expertenmodus, bedeutet nichts anderes, als dass ich quasi bei Null starte. Deswegen ist hier unten auch nichts bisher dargestellt, außer JDIS und iDoIt und klick hier to create. Sondern ich kann hier auch ins Template reinklicken. Und wir haben halt sehr, sehr viele Use Cases quasi auch schon definiert. Und dazu haben wir auch schon eine Library. Also quasi durch das Gewinnen von Kundenprojekten, die wir so durchführen, füllen wir unsere Templates, unsere Use Cases, die wir so haben und ergänzen das Ganze. Langfristig gesehen ist der Plan natürlich bei uns, dass wir sagen, hey, das ist ein Open Source Produkt, wir wollen es halt in die Community reindrücken und gucken, ob wir dadurch eben einen Mehrwert gestalten und dass man halt sich sozusagen seine Templates auch unter dem Kunden her oder in der Community selber auch austauschen kann. Also wir haben eine Integration geschaffen, wo man so welche Templates, Vorlagen quasi tauschen kann oder hochladen kann, zur Verfügung stellen kann, also eine Art Repository dazu. Was in so einem Template steht, ist erstmal kein großes Geheimnis, dadurch, dass wir sozusagen alle Passwörter in einen Connector vorenthalten. Was wir in der Template selber haben, ist nur, sage ich mal, die Abfolge von API-Requests, die sozusagen gesendet werden. Von daher ist da nichts Kritisches drin. Jedes Template ist technisch gesehen in einem JSON-Format hinterlegt. Okay, nur mal so viel zum Thema Template. Also ich kann hier quasi in einen Template reinklicken und bekomme dann auch Beschreibungen. Ich habe das jetzt hier mal als Test vorbereitet. Das ist also noch ohne Beschreibung hier drin. Und sehe dann hier unten, dass da schon was aufgebaut wird. Und im Endeffekt werden hier quasi die API-Requests aufgebaut. Also jeder einzelne Kasten hier entspricht einem API-Request. Und man kann hier sehen, dass auf der JDIS-Seite quasi nur ein API-Request ausgeführt wird und auf der iDoIt-Seite sehr, sehr viele. Das heißt also, Daten zu holen, ist immer so. Daten zu holen ist immer einfach ein GET auszuführen, auch
vorher vielleicht zu filtern und vielleicht durchzuschleifen und. Ist immer einfacher, als dann wirklich dann den Create- und Update-Prozess zu fahren oder auch einen Delete-Prozess eben. Und deswegen wird das hier an der Stelle etwas komplizierter. Das heißt, auf der einen Seite mache ich eine Query, habe ich hier, die ich ausführe, die heißt auch so, der Request. Was hinter dieser Query steckt, ist ganz einfach. In dem Fall hat JDIS oder stellt JDIS hier eine GraphQL-API zur Verfügung. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite unter Details sozusagen mal sehe, ich kann also hier auf Query klicken, dann sehe ich halt die Details dazu und dann sehe ich auch den Request und Response und ich kann hier in den Endpoint, Header oder Body reinklicken, um dann hier vielleicht auch Werte zu hinterlegen. Klicken wir mal in den Body rein. Was öffnet sich dann hier? Schon eine fertig hinterlegte Query quasi über den GraphQL-Interface. Das ist ziemlich cool, weil GraphQL natürlich eine super API-Technologie ist, wie ich sozusagen Daten über eine Query sozusagen zusammenführe und diese dann in einem Response bereitstelle. Nur mal einen Vergleich zu machen. Beispielsweise gibt es auch REST-APIs, die natürlich auch sehr gut sind, wo die REST-API natürlich eine Schwäche hat. Ressourcenbasiert ist natürlich, dass man manchmal sehr, sehr viele Requests machen muss, um wirklich seine Daten zu bekommen. Und dann bekommt man vielleicht auch zu viele Daten. Und nicht nur die Daten, die man eigentlich jetzt verwenden möchte als nächsten Punkt, sondern dann bekommt man zu viele. Und da sehen wir halt natürlich den Vorteil bei GraphQL. Also wie gesagt, JDIS hat hier eine GraphQL-API. Ich kann also über die GraphQL-API auch eine Auto-Vervollständigung wählen. Das heißt, über Alt- und Space-Taste kann ich dann hier sagen, okay, ich möchte gerne unter den Devices, Find All, eben sehen, was für Attribute es gibt. Das geht dadurch, dass das Schema eben hier zur Verfügung gestellt wird. Und dann kann ich hier beispielsweise ein weiteres Attribut wählen und kann hier jederzeit eben auf Executing drücken. Und bekomme ich hier direkt eine Vorschau dargestellt, was ich eigentlich zurück erwarten kann. Das ist natürlich gut, weil ich dann im nächsten Schritt dann für mich definieren kann, was ich dann so tun kann. Und das heißt, die GraphQL-API, das nochmal ganz kurz zu zeigen, liefert mir am Ende unter Find All eben ein großes Array mit Datensätze. Und was muss ich natürlich an der ersten Stelle machen in iDoIt? Ich muss diesen Datensatz durchiterieren, durch einen Loop. Und deswegen hat man die Möglichkeit, hier eben einen Loop anzuwenden. Ich kann hier auch einen Doppelklick machen, dann sehen Sie mal, was noch so alles geht. Ich kann also innerhalb oder außerhalb etwas erstellen und dann haben wir hier zwei Punkte, Prozess und Operator. Unter Prozess finden wir dann alle API-Operationen, also wir sind hier wieder im iDoIt drin. Ich kann hier also an der Stelle sagen, ich möchte genau ausgehen von dem außerhalb der Loop-Schleife eben einen weiteren Prozess einführen, also nichts anderes als eine API-Operation. Und wenn ich das dann mache, dann macht er das auf der Ebene, aber natürlich verschoben, deswegen erscheint er. Und dann kann ich hier anfangen, was dann genau passieren soll. Das ist absolut wichtig, dieser Board, weil uns dieser Board die Richtung angibt, wie unsere Execution, also am Ende unsere Schnittstelle ablaufen soll. Das heißt, er geht hier rein und würde erstmal quasi über die Schleife, ich gehe mal hier in die Schleife rein, sehe dann hier, aha, ich kann hier quasi dann auswählen aus dem Response, aus den vorherigen Responses, Requesten, die ich gemacht habe, die Rückantworten sozusagen. In dem Augenblick habe ich ja nur einen vorher gemacht, das ist die Query, deswegen wähle ich den hier aus und dann kann ich über eine Autovollständigung, das ist das, was wir aus dem Wissen des Invoker-Files sammeln, eben auswählen. Und wenn ich das dann ausgewählt habe, iteriert er eben diese Schleife durch und dann kann ich hier bei CMDB Auctions Read, das ist eine typische Objektsuche sozusagen, kann ich über den Body sagen, naja, nach was für Kriterien ich suchen möchte. Jetzt sieht man hier eine Stelle, die ich auch so beige, wie diese Farbe, deswegen ist das alles so farblich gekennzeichnet, damit man eine Möglichkeit hat, so eine Referenz auch ein bisschen eindeutiger zu machen. Und da kann ich dann quasi hingehen und sagen, okay, ich möchte gerne an einer bestimmten Stelle eben aus einem Response-Wert was nutzen. Und dann kann ich über einen Hashtag hier quasi drauf zugreifen und kann sagen, okay, das ist doch hier
über diesen Pfad sozusagen. Und jetzt sieht man hier schon, dadurch, dass ich innerhalb einer Schleife bin, erkennt er das und gibt mir dann halt eine Indexmöglichkeit an. Das heißt, ich gehe über den Index i und dann kann ich mir die eigentlichen Werte sozusagen rausholen, die ich sozusagen irgendwie definiert habe. Und dann kann ich hier sagen, okay, plus. Und dann habe ich E-Mail sozusagen eine Referenz zur Verfügung gestellt. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich sogar noch die Möglichkeit, und jetzt sind wir bei dem Thema Transformieren der Daten, wenn ich die nicht eins zu eins übergeben möchte, kann ich hier quasi noch über in dem Fall JavaScript, das werden wir später noch erweitern mit Python und andere Skriptsprachen, kann ich dann hier dann was machen. Das heißt, var 0 ist das, was übergeben wird, und der Result var ist das, der Result war ist, was wir am Ende der E-Mail übergeben wollen, und var 0 ist das, was wir quasi der E-Mail hier über die Referenz zur Verfügung gestellt haben. Also hier kann man das hier oben nochmal sehen, in der, was auskommentiert ist, und dann kann ich hier natürlich sagen, okay, hier var und dann Test, und dann kann ich hierher gehen und kann Code einführen und kann am Ende dann sagen, da kommt Test, und dann kann ich hier eine If-Condition bauen und. Also wissen, glaube ich, auf was ich hinaus will, und dann läuft das hier am Ende weg. Immer so weiter. Also ich kann hier auch If-Conditions einbauen, die mir dann sagen, okay, ist etwas leer oder ist etwas voll, und ich habe hier sehr, sehr viele Möglichkeiten in meinen If-Conditions. Das heißt, wenn ich hier mal reinklicke, dann sehen Sie auch schon, dass man sehr, sehr viele Conditions verwenden kann, wie zum Beispiel auch eine Allow-List. Also das ist schon sehr ausgearbeitet, das Konzept hier. Das heißt, man kann eigentlich schon sehr, sehr viele Dinge, die man normalerweise im Skript macht, auch hier schon definieren, und das ist natürlich so einfacher verwaltbar für uns, auch wenn wir den Support ausführen. Naja, wenn wir das dann gemacht haben, dann kann man hier das Ganze speichern, und dann sind wir im letzten Teil, deswegen bin ich schon noch in den letzten Teil gesprungen, Add Schedule, und kann hier sagen JDisk to I do it, und kann hier sagen Tux-Tage. Speichere ich mal, dann kann ich hier irgendwie die Logs einschalten oder auch nicht. Und dann wähle ich als nächsten Punkt die Connection aus, die ich hier planen möchte, und kann hier eine Cron Expression eintragen. Wenn ich das weiß, gut, ansonsten kann ich auf der rechten Seite auch hier meinen Generator nutzen. Okay, und das adde ich dann. Und dann erscheint das hier in meinem großen Board. Ich kann danach hier oben suchen, und dann kann ich genau diesen Sync sozusagen jederzeit starten oder über ein Timing sozusagen laufen lassen, und hier ist der Status. Und damit Sie sehen, dass das auch funktioniert, ich sehe gerade die Zeit, die rennt doch ganz schnell weg. Vielleicht kann ich auch nur ein Beispiel zeigen. Ich zeige Ihnen das gerade mal über JDisk und IDoIt. Dafür gehe ich mal in das JDisk Discovery rein. Ich will da gar nicht so viel erklären. Wie gesagt, es ist ein Discovery-Tool. Das ist hier so die Datenbank der discoverten Tools. Das ist IDoIt hier in dem Fall, und ich möchte hier gerne in diese CMDB quasi sehr, sehr viele Config-Items sozusagen erstellen. Was ich jetzt mal mache, ist, ich lösche hier gerade mal, dass man auch sieht, dass da was jetzt gleich neu reinkommt. Genau, ich kann hier über einen Quick-Purge eben sagen, die sollen mal alle gelöscht werden. Und dann kann ich das ganze Ding starten, und dann zieht er sich sozusagen aus den JDIS heraus die Informationen und sendet die hier rein. Genau. Ja, das ist... Ah, ja. Genau. Ich habe jetzt da was falsch gemacht. Und zwar habe ich natürlich hier in der E-Mail einen Fehler eingebaut. Ich nehme das gerade mal kurz raus und muss das gerade nochmal starten. Genau. Genau, und dann sollte doch auch hier gleich ein Grün erscheinen. Genau, müsste jetzt hier in IDoIt gleich, da kommen schon die ersten Systeme rein, wie Sie sehen. Und genau, die werden jetzt halt hier synchronisiert, einfach durch OpenCilia, dadurch, dass ich auf der Oberfläche eben diesen Template genutzt habe. Und da werden sozusagen die Daten dann, wenn Betriebssystem vorhanden, manchmal auch falsch hinterlegt, so wie man sieht, unknown, synchronisiert. Okay, ich will nur bei diesem einen Beispiel bleiben. Bei Azure ist es ähnlich. Also bei Azure kann ich jetzt, ich habe jetzt zwar auch Azure vorbereitet, aber Sie können mir glauben, das ist dasselbe. Ich würde jetzt hier bei der Connection reingehen, würde dann, ich zeige das mal ausgehend von OpenCilia, wie das aussehen kann, einfach auf Add Connection klicken,
muss natürlich, die Konnektoren müssen natürlich alle vorher schon vorbereitet werden, aber wenn ich das dann gemacht habe, sage ich Test Azure, wähle dann in dem Fall als Quellsystem Azure aus, kann hier dann auch mein Zielsystem angeben, kann auch über das Template wieder laufen und kann halt dann sagen, okay, Create und Update VMs beispielsweise. Hier sieht man eine klassische REST-API, also ressourcenbasiert. Ich hole mir erstmal die Subscription-Information, dann die virtuellen Maschinen und dann gehe ich dann quasi von Ressource zu Ressource tiefer runter und immer mit so einem For-Each. Genau, und in IDOIT läuft das dann hier anders, also etwas größer sogar. Und genau, und dann würde ich hier auch wieder hergehen und über den Template einfach ein Add und Go und Add to Schedule ausführen und dann kann ich das eben planen. Und so plant man dann alles zentral über OpenCelium. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das so in der Schnelle präsentieren. Wenn Sie interessiert sind, wie gesagt, kommen Sie auf uns zu. Ich gehe mal kurz die Folien noch durch, um noch die anderen Dinge noch zu erwähnen. Genau. Ansonsten, wir sind auf Bitbucket und GitHub gehostet. Da können Sie gerne draufgehen. Unsere Dokumentation steht unter docs.opencelium.io. Also auch da sind wir sehr, sehr tief in unserer Dokumentation. Das ist die Dokumentation der Open-Source-Variante. Warum ich das so sage, ist, weil wir auch eine Dokumentation haben für unsere Subscription-Kunden, wo wir noch ein bisschen Service einbauen. Aber das möchte ich gerne mal durch die Folien erklären, was ich eigentlich damit meine. Und zwar, ja, wieder falsch reingeklickt. Genau, halt. So, genau, ja. Verfügbare Konnektoren, also diese API-Dokumentation, die wir haben, die haben wir durch unsere Kundenprojekte gewonnen. Und da unterscheiden wir halt durch viele, die wir in einer offenen Open-Source-Variante auch kostenlos einfach so zur Verfügung stellen, die sie nutzen können. Auf der anderen Seite haben wir aber sehr, sehr viele Tools gemacht, die wir auch weiterhin supporten, die ein klassisches Bezahltool sind, die nicht frei zugänglich sind. Die haben wir sozusagen uns als Subscription deklariert, die kriegt man bei uns sozusagen, wenn man Subscription-Kunde ist. Aber wie gesagt, die Idee ist eigentlich, dass jeder seine eigenen Konnektoren bauen kann. Das heißt, von der Sache her wäre das total offen. Ja, das sind halt nur Dinge, die wir natürlich in Arbeit reinstecken und ja, ist es halt natürlich so, stecken wir natürlich Zeit rein und da muss man natürlich auch gucken, dass so ein Tool sich auch investieren lässt und dadurch haben wir eben ein paar Add-ons oder ein paar Konnektoren auch in der Subscription drin. Ein Thema zu Roadmap, das hatte ich, deswegen ist es noch drin. Wir sind auch mittlerweile schon auf der 3.0. Das hatte ich bei den Kilox-Tagen schon so präsentiert gehabt. Das wollte ich nur mal gerade erklären. Wir haben ein Service-Portal jetzt geschaffen für Subscription-Kunden. Das heißt, eine zentrale Plattform, wo wir alle diese Templates, alle diese Invoker-Files bereitstellen, ein Ticketsystem bereitstellen. Wir haben sogar einen API-Converter bereitgestellt. Das heißt, dass wir einen WSDL-Format oder OpenAPI eben automatisch einen Invoker-File generieren können. Das heißt, da sind natürlich sehr, sehr viele Konnektoren schon von vornherein möglich, mit OpenCelium zu starten. Und dann haben wir ein Redesign gemacht vom Update-Assistenten. Das ist alles geschehen. Und damit, das sind wir, haben wir auch schon ein Announcement. Vor ungefähr 2 Wochen, meine ich, haben wir auf die 3.0er gewechselt. Aber der absolute Aufhänger war das Service-Portal. Dann haben wir hier vor, die nächsten Schritte zu machen. Das heißt, wir wollen die Tools austauschen. Im Hintergrund nutzen wir für unsere Relationsdatenbank Neo4j. Und wir haben halt gemerkt gehabt, dass das immer sehr, sehr schwierig ist für Kunden, die mit beispielsweise Red Hat unterwegs sind oder SUSE. Genau, wegen den Drittrepository-Anbindungen sozusagen. Und deshalb und auch wegen vielen anderen Dingen haben wir uns dazu entschieden, auf MongoDB zu gehen. Einfach weil unser Format letztendlich auch JSON ist. Und wir sehen, dass wir damit mehr Möglichkeiten haben. Wir wollen eine bessere Log, also darauf bin ich heute gar nicht eingegangen. Wie kann man loggen? Loggen tun wir jeden einzelnen Request, der abgesetzt wird, einfach so sozusagen im Filesystem. Das ist nicht so clever. Wir haben noch die Brücke gehabt nach Elasticsearch und über Kibana eben dargestellt, aber ist auch nicht so clever. Was wir jetzt machen wollen, ist eben eine Möglichkeit zu schaffen, ein, wie soll ich sagen, ein
userbezogenes Logging. Also wie zum Beispiel, wenn was erstellt worden ist, wenn nichts erstellt worden ist, wenn was gelöscht worden ist, also wirklich eine kurze Message beispielsweise nach Slack, nach Teams, per SMS, per E-Mail-Notifizierung etc. Rauszugeben. Also quasi ein Smart Log sozusagen. Globale Parameter, sage ich mal, Parameter, die ich immer wieder verwenden kann, sozusagen in vielen Connections. Aber genau, das ist das, was wir noch dieses Jahr alles so vorhaben. Danach haben wir noch sehr, sehr viele Ideen, die haben wir aber jetzt noch nicht so festgesetzt. Wie es halt so ist, laufen wir halt von Release zu Release und setzen uns dann erst fest. Wir haben unseren Community Support über Slack gewählt. Da haben wir 3 Channels eingebaut, Announcement, Development und Support. Und da kann man sich gerne auch austauschen, wenn Sie möchten. Gerne einfach die Anfrage setzen und wir laden Sie dazu gerne ein. Und da können wir gerne auch ins Austausch kommen oder melden sich direkt per Mail bei mir. Hier ein ganz kurzer Überblick über unsere Subscription-Modelle. Also wie gesagt, unsere Idee ist Open Source. Und deswegen haben wir unsere ganzen Ressourcen auch über GitHub und Bitbucket zur Verfügung gestellt. Das heißt, der komplette Quellcode. Die einzelnen Dinge, die wir mit Files sozusagen erweitern, also diese Voker-Files und diese Templates, diese Dinge, die haben wir ein Stück weit in der Subscription gepackt, natürlich, weil das ein Thema ist, wo wir Zeit investieren, wo wir Leute hinterlegen und die natürlich auch bezahlt werden müssen. Das heißt, so ein Open-Source-Projekt muss ich auch irgendwie investieren. Und deshalb habe ich auf der einen Seite aber trotzdem gesagt gehabt, der Quellcode komplett allein umsonst und den kann man verwenden, da kann man auch gerne kontributen, sehen wir gerne. Und auf der anderen Seite haben wir das, was wir für Kunden brauchen, eben eine Subscription, wo wir auch einen Support anbieten, der auch Hand und Fuß hat. Ansonsten wird es schwierig sein, irgendwie Produkte auch an Behörden beispielsweise ranzubringen und so weiter, wenn wir dahinter keine Subscription-Variante hinterlegen. Aktuell noch die Duo Influencer Unlimited. Duo bedeutet eigentlich nur 1-zu-1-Schnittstelle. Für OpenSilo natürlich nicht den Sinn und Zweck. Eine 1-zu-1-Schnittstelle wäre OpenSilo vielleicht ein bisschen too much. Von daher, aber manchmal lohnt sich das trotzdem für den Kunden, weil wir trotzdem da sehr günstig sind bei 750 € im Jahr. Und deswegen nutzt der Kunde dann meistens doch trotz allem OpenSilo. Und manchmal starten die auch eben mit einer Duo, um zu gucken, um zu fühlen, ob das so funktioniert. Und dann ist eigentlich der Absprung in die Unlimited eigentlich da. Influencer ist für uns etwas, was wir zum Start heraus geboren haben. Einfach aus dem Grund, naja, OpenSilo, wir werden halt nur stärker mit den Möglichkeiten. Das sind halt die möglichen Konnektoren, die wir irgendwann haben. Und das können wir natürlich nicht alles irgendwie vorher simulieren. Das heißt, wir sind dazu abhängig quasi, dass wir Kundenprojekte mitmachen und dadurch halt viele Konnektoren gewinnen. Und deswegen haben wir so eine Influencer, die im Prinzip alles bereitstellt wie eine Unlimited, die aber viel günstiger zu haben ist, wo wir dann natürlich einen gewonnenen, dadurch natürlich einen Konnektor gewinnen und der Kunde natürlich dann auch zufrieden ist, weil es so günstig ist. Okay, ja. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sehe schon, Fragen wurde hier ausgeblendet, aber eigentlich sollte da noch stehen. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Ah, da kommt es jetzt. Wenn Fragen, dann bitte jetzt, weil ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Leider haben sich im Chat keine Fragen aufgetan, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, am Ende vom Vortrag mit dir in einen Jitsi-Raum zu gehen und Fragen zu stellen. Genau. Dann will ich nur kurz nochmal meine Kontaktdaten hier einblenden, gerne auch einen Screenshot machen oder wie gesagt anrufen, wenn es jetzt gerade nicht mehr passt, vielleicht zur Mittagspause, gerne die E-Mail-Adresse verwenden. Freue ich mich natürlich auch gerne in den Austausch zu gehen, falls da noch interessante Ideen sind und so weiter, wäre ich da gerne offen dafür.